Und es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life Source. Ja, ich bin's immer noch, euer Enzymafix. Und im letzten Part haben wir eine neue Waffe bekommen. Und zwar den hier. Ich zeige ihn jetzt mal. Und wir können dieses Ding auch aufladen. Das Ding ist geil. Okay, check ich noch nicht so ganz. Ja, egal. Und ja, wir sind hier immer noch in einem Bezirk, Bereich von, ich will immer Aperture Science sagen. Nee, von Black Mesa natürlich. Black Mesa ist ja viel cooler als Aperture Science, ist wirklich. Wo die, Doctors hier alle mit den Aliens rumgespielt haben. Nicht so lieb. Ich weiß. Aber trotzdem haben sie das gemacht. Und deswegen heißt das Kapitel auch fragwürdige Ethik. Okay, also hier geht ein Laserstrahl. Der geht dahin. Der geht dann dahin. Da geht er nicht hin. Warum geht er da nicht hin? Können wir an irgendeinen Knopf drücken? Nee. Hey, der hat... Hört er hier auf? Ja, der hört hier auf. Ha. Okay, wahrscheinlich müssen wir den irgendwie, weitermachen. Kann man das vielleicht hier mit unserer neuen Waffe irgendwie... Nee, da macht es nicht. Ja, wir können diese Waffe auch cool aufladen und dann macht es das. Check ich aber trotzdem nicht, was uns das gerade bringen soll. Der Laser hört ja eher auf. Wahrscheinlich müssen wir ihn hier irgendwie reinbringen, aber wie? Ich habe doch keine Ahnung. Ahnung, oder müssen wir ihn hier reinbringen? Oh! Ah! Okay, hier beginnt auch ein neuer Laser, geil! Oh. Cool. Und die treffen sich hier? Und hier, kann man hier irgendwo einen Laser machen? Kann man? Nee. Okay, sollte ich darauf achten, wenn man Knöpfe irgendwo drücken kann. Kann man hier auch noch was drücken? Ja! Jetzt haben wir es doch mal hier. Reicht es? Nee, ja, jetzt reicht es. Okay, und jetzt drücken wir hier auf den Knopf. Oder? Nee, müssen wir gar nicht. Und, was genau bringt uns das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwo einen aktivieren. Vielleicht hier irgendwo ein roter Kopf. Ja! Kann man da reingehen? Hm, nicht ohne Leben zu verlieren. Gut, dann haben wir jetzt hier alle Laser aktiviert. Und jetzt vibriert das so merkwürdig. Können wir jetzt den Knopf drücken? Ja, komm mal. Not obstruct laser shield. Ach so. Ha. Müssen wir das Ding irgendwie zerstören? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Was soll ich denn mit dem Ding machen? Muss ich den, kann ich den irgendwie bewegen oder? Oh. Toll. Verdammt. Okay, speichern. Oh mein Gott, so ein Kacktür kann doch Gordon Freeman, Kackfenster kann doch Gordon Freeman nicht aufhören. Okay, ich muss gerade überlegen. Nein! Ja, genau diese Wand soll halt nicht da sein, das ist es ja. Do not obstruct laser shield. Ah, warte, ich glaube, die können wir irgendwie kaputt hauen. Oder? Oh, nee, das klappt so nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, echt nicht. Okay. Ich wette, da ist zufällig stärker. Hey, vielleicht kommt es ja nur mir so vor, aber der wird doch dadurch stärker, oder? Hey, ich weiß echt gerade nicht, was ich jetzt hier machen soll. Gut, machen wir es nochmal.
lade es hier mal voll auf. Boah, haut es einen weg. Warte. Aber da fällt mir was ein. Wartet. Jetzt, ich lasse das Ding hier nochmal runter. Da oben steht doch was. Shield safe. Okay. Shield safe. Hä? Hä? Ich blick's nicht. Ja, wir müssen es irgendwie deaktivieren, das verstehe ich schon, aber ich weiß jetzt auch nicht was. Hier irgendwo Kiste oder... Ah! So, Kiste irgendwie hinschieben. Und dann bringt uns das nicht, weil wir die Kiste nicht weiterschieben können. Das ist natürlich toll. Und Lexa natürlich auch toll. Warte kurz mal. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay. Ja! Geschafft! Einfach die Kiste dahin, damit das nicht runtergeht. Und so haut es dann hier die Wand durch. Perfectly. Du kannst dich auch für einen Laser. Dankeschön. Okay, Da hat man geladen. Nee, sehe ich nicht an. Das muss man doch irgendwie anders lesen können. So zum Beispiel. Nein, so nicht. Egal. Aber wenn wir es schaffen würden, genau auf die Kiste zu jumpen. Ja! Geil. Und jetzt hier auf die Kiste. Gut. Möglichst wenig Leben verloren. Haben wir geschafft. Dankeschön. Kiste ist kaputt. Das heißt, wir können... warte. Oh, jetzt haben wir sogar mal wieder volle Munition mit deiner Waffe. Halleluja. Ein Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Militäridioten herausfinden, das Abriegelungssystem scheint komplett versagt zu haben. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Wir müssen aber zuerst die Medien herausstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, das habe ich alles vorausgesagt. Wissen Sie einfach alles. Ja, die tun sich hier selbst die ganze Zeit unterbrechen. Das finde ich immer etwas schade. Aber es ist halt so, dass wir die hier irgendwie rausbringen müssen und ja. Wahrscheinlich müssen wir dazu nicht von diesen Dingern getroffen werden. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Okay, einfach durchrushen würde ich sagen. Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Gut, war doch leicht. Ausgehen, dankeschön. Gut, und die haben eine Sicherheit, das heißt, wir können weiter. Oder? Ja, ich werde warten. Hallo, ihr könnt raus. Hallo. Sind sie doch einfach alle blöd. Ja, komm. Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln. Na gut. Werden wir ein also exzellentes Team. Ja, dann kommt halt. Ah, ich check's. Und jetzt müssen wir wieder zurückgehen und dann müssen wir jetzt einen von denen hier die Tür öffnen lassen. Kommt. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Hey, komm, Zuschüsse bekommt ihr immer noch. Vielleicht bekommt ihr hier einen echten Schuss. Ah! Okay, alle haben es überlebt. Gut, ich lasse sie raus, aber ich warne sie. Da draußen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen. Falls sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass sie auf dem Weg sind. Ich glaube, ich bin verletzt, aber ich kann weitergehen. Cool, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Weiter. Oh. Und das heißt, wir müssen jetzt hier auch wahrscheinlich auf ein echtes Kriegsfeld raus. Daten eingeladen. Oh, ich will nicht. Oh, sieht ja schon mal hier ganz schön aus. Pisser. Oh, der hat uns schon wieder viel zu viel Rüstung abgezogen. Nee, zähl nicht ein. Dem schotten wir hier. Oh.
Ich hasse die. Oh, die haben hier die ganzen Wissenschaftler getötet. Da ist irgendwo ein Geschütz. Ah, geil. Super. Haben wir irgendwas, was wir werfen können? Schade, wir haben keine Granaten. Da verschwende ich jetzt meine coolen Pfeile. Ah ne, okay, den da nicht. Da tue ich jetzt hier das zu benutzen. Oder ich mach's gleich ganz anders. Und tue einfach... Hä? Wo ist denn das gelandet? Ach so, das ist eine Schrotflinte. Ja, okay, dann wundert's mich nicht. Aber trotzdem. Kann man so lassen. Gut, dann gehen wir jetzt so hin. Stealth Monster hin. Ich hasse es. Ich hasse es langsam echt. Gut. Etwas weniger aber verloren. Und jetzt kann man hier drauf schießen. Cool. Weiter geht's. Ah, Munition, Leben. Ich nehme alles. Ja, Energie. Geil. Mehr Energie. Geiler. Energie und jetzt etwas Leben. Darf man geladen. Darf man geladen. Cool. Oberflächenspannung. Oh, schön. Klingt das sehr nice. Oh, das sieht schon also aus wie Kriegsfeld hier. Ja. Schieß. Kaputt. Ey, was geht mit den Fässern ab? Die gehen ja nicht kaputt. Okay, neuer Plan. Kann ich auch mit dir drauf schießen? Ja. Hey, toll. Okay, da benutzt man doch lieber hier die Waffe. Boah, du Arsch! Magnum! Nein, lass ihn nicht nach! Du bist so blöd! Boah! Geil, das war's mit unserer Rüstungsenergie. Toll! Toll, jetzt haben wir keine Energie mehr von unserem Anzug. Okay, rushen durch. Das war's denn mit durchrushen. Okay, cool. Keine Ahnung, was ich mache. Ah, schwimmen können wir. Ah. Das mache ich jetzt noch. Schnell ins Wasser. Er tut uns nichts. Er tut uns nichts. Besonders wenn er tot ist, tut uns nichts. Hey, der tut uns ja echt nichts. Süß. Cooler Fisch. Okay, durchrushen. Ne, der greift uns nicht an. Der schaut uns immer nur böse an, aber dann macht er nichts. Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen.
Ich hoffe nur, er greift mich nicht an. Ich habe keinen Bock auf Lockenfall. Ist dann eine Leiter. Okay, speichern. Wow. Okay, jetzt mal oben. Hä? Von... Ah, da ist ein Heli. Geil, Mann. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt einen Cut und wir sehen uns dann bald wieder bei Let's Play Half-Life 2. Bis dann, ciao.